Herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung auf dem LS17. Es handelt sich um die Map ChechMap in der Version 3. Jetzt für den Farming-Simulator, Landwirtschaftssimulator 17. Ich muss meine Auflösung entschuldigen. Mein PC ist leider abgeraucht und ich streame bzw. ich zeichne gerade auf mit einem Laptop. Der ist zwar ganz gut bestückt soweit, aber bei Spielen, man weiß es ja, geht meistens so irgendwas in die Knie. So, also wir sind hier auf der wunderschönen ChechMap. Die hatte ich auch schon mal beim LS15 vorgestellt. Die hat mir sehr gut gefallen. Das Schöne ist ja jetzt, man kann ja seine Silos erweitern, wenn man möchte. Oder auch dieses Kraftwerk sich hinsetzen, in dem man Hackschnitzel einfüllen kann. Und das produziert auch Geld. Ich habe das getestet, so mit circa 8 Tonnen Hackschnitzel oder noch nicht mal. Lass es mal die Hälfte gewesen sein und da habe ich so circa 1500 Euro für bekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei den Werten, aber es waren so 3 Tannen, die ich da reingejagt habe. Ich weiß nicht genau, wie schwer das ist, aber so ein Hänger war schon fast voll. So, hier sind wir also auf dem Hof. Wir starten hier mit 25.000 Euro und haben auch keinen Fuhrpark. Diesen Fuhrpark, wir kennen jetzt mittlerweile, können wir das auch mieten hier. Irgendwelche Traktoren oder Geräte, die wir benötigen. Und wir haben momentan auch genügend in den Silos vorrätig, dass wir veräußern können, verkaufen und damit können wir dann mehr Geräte anbieten oder auch schon mal den ein oder anderen Hänger oder Traktor kaufen. Also das wirft schon ganz schön was ab. Von daher würde ich sagen, ich hole doch gleich mal ein Treckerchen. Und zwar nehmen wir mal hier den Hoshi. Der kostet richtig Geld. 350 PS. Den werde ich mir mal mieten. Für das bisschen Geld, das ich noch habe. Wo ist er dann jetzt hin? Na, nun komm. Na, wo ist er dann? Da. So, die Motorausführung. Da nehme ich auch den stärksten. Das ist ja jetzt im Moment auch erstmal egal. Ich würde sagen, na, Zwilling ist ein bisschen extrem. Radgewichte können wir machen. Felgenfarbe. Für den, ach Quatsch, orange, so, den mieten wir uns, natürlich nicht, also das wollte ich nämlich erwähnen, ich muss mir ein bisschen Geld drauf pumpen, sonst kann ich das hier gar nicht testen, denn ich möchte auch eine Mod, beziehungsweise zwei vorstellen, dann würde ich doch sagen, nehme ich doch gleich ein Rückfahreinrichtung, aber kein Frontlader. Nein, wo kann ich dann einen Frontlader dran setzen? Hier an den Dingern nicht mehr. Den brauche ich nämlich. Nein, lasse ich. Und zwar, so, nehmen wir den jetzt einfach mal in der besseren Ausführung. Radgewichte, fertig. Das reicht. Ich will hier nicht lange rummachen. Und dazu nehmen wir noch die zwei Hängerchen hier. Ja. Und noch einen. Und als letztes wollte ich mir noch die Mod holen. Und zwar habe ich die Horsch Pronto einmal in 9 Meter und einmal in 15 Meter. Die wollte ich mir mal anschauen. Die ist also auch von dem 15er hier rüber gewandert und ebenso
Müsste das jetzt bei Ballentechnik sein? Gehe ich mal von aus. Eine Ballengabel. Eventuell ist die hier drin gelandet. Ballenboy, den wollte ich auch mal ausprobieren. Aber die Gabel, ich nehme mal an, dann hier bei den Frontladern, dass die hier drin liegt. Da ist er auch nicht drin. Nein. Also ich habe mir eine schöne Ballengabel besorgt. Wo könnten die jetzt noch drin sein? Ballentechnik. Das war's eigentlich schon. Eventuell hier. Ist nichts zu sehen. Das ist jetzt natürlich schade, dass man das nicht sofort findet. Da ist eine Mod-Ballengabel mit Attacher. Das müsste sein. Und das wird sie auch sein. Dann nehme ich die mit. Und dazu ein Teleskoplader. Nehme ich mal den. So. Und Ballen haben wir natürlich noch nicht. Also brauche ich hier Ballen. Hier. Und einen Drescher natürlich auch noch. Also ihr merkt schon, hier geht es gleich richtig zur Sache. Ich möchte eigentlich nur zwei Mods testen und mache hier so eine extreme Aktion. Ich nehme gleich das Größte. So, ich hoffe, auf dem Hof ist noch genügend Platz. Da switchen wir jetzt mal hin. Und hier steht schon alles. Okay. Also dann lasse ich als erstes mal den Drescher fahren. Und während die Jungs dann ihre Arbeit hier erledigen, werde ich ein bisschen was von der Map zeigen. Passen wir überhaupt hier durch? Jetzt geht's natürlich los. Ja, das war mir klar. Den kriege ich niemals so da durch. Ja, okay. Muss ich den echt hier rausziehen? Vorne, das sieht mir schon nach Getreide aus. Das ist aber kein Getreide, oder? Doch. Oder? Natürlich, Weizen. So, hat er den losgelassen da hinten? Jetzt. So, das ist eingeklappt. Und dann kannst du jetzt mal hier loslegen. Die Bäume haben zum Glück keine Kollision hier am Feldrand. Das finde ich schon mal ganz in Ordnung. Und ich hoffe, der Helfer, na, der versteht nicht, was er hier machen soll. Irgendwie fährt der Helfer sonst wohin. Okay, dann versuche ich den mal gerade auszurichten, dass ich wenigstens ein bisschen Ertrag habe hier, um Ballen zu machen. Ja, der kapiert die Spur nicht.
macht er. Also anscheinend auf den Custom Maps ist das mit dem Helfer noch nicht so ausgereift. Weiß nicht so genau, was der hier vorhat. Okay. Schaue ich mir das nochmal ganz kurz an. Nicht, dass er hier unten stehen bleibt oder sonst wohin fährt. Aha, haben wir irgendein Ende erkannt. Macht anscheinend weiter. Okay. Dann holen wir ihn mal. Dass ich wenigstens mal 3-4 Ballen habe. 4 bräuchte ich. Ja, habe ich doch gerade getan. So. Also richtig schöne Häufchen gelegt. Das finde ich gut. Mitnehmen. Ja, muss ja die Hälfte liegen. So, wie viele Ballen haben wir dann schon? 2. Da gab es doch auch mal eine Anzeige für, dass man wusste, wie viele Ballen man da liegen hat. Aber das dürfte gleich okay sein hier. Ja, das klappt doch. Also hat sich der Helfer gefangen. Das war wahrscheinlich nur durch diese komischen Winkel da vorne. Ach, da liegen genügend Ballen. Teleskoplader. Mit der neuen Ballengabe. Direkt ein Reifenblatt gestochen. So, wo ist das gute Kind? Da vorne. Mit X Werkzeugobjekt befestigen. So, mit X ist jetzt befestigt. Ja, wahrhaftig. Der hängt da fest dran.
So, und die scheinen auch hier richtig fest. Jawohl. Die sind also schön fest. Das sind jetzt drei. Hier irgendwo einen rumliegen. Da hinten steckt noch einer drin. Der ist fest. Na gut. Also das Ding funktioniert einwandfrei. Den Link werde ich auch dazu posten. Verloren und X. So, dann kann man die einwandfrei da stapeln. Tolle Sache, funktioniert wunderbar. Als letztes den Ballenboy hier werde ich jetzt nicht testen, um nochmal Rundballen zu machen. Ich werde jetzt nur nochmal hier das Maschinchen testen. Dazu brauche ich etwas Saatgut. Auch hier direkt am Hof. Und dann nehme ich auch Sojabohnen. Aber das reicht. Doch, hier hoch wollte ich. Ja. Also hier ist schon ein Feld mit Soja. Dann werde ich mal hier hochfahren. Ja, und der mäht hier alles nieder. Dann können wir auch mal die Sache hier einstellen. Am besten hier lang. So, neuer Kurs. Und da hat er sich gleich einen eingefangen. Den lassen wir mal hier liegen. Und, na. Jetzt. So, der grubbert alles unter und der sät auch gleich. Und Sojabohnen dauern recht lange. Also bestimmt, ich glaube, ich hatte hier mal vorgespult über 5 Tage, bis die erntereif waren. Das funktioniert. Die Hänger brauche ich jetzt nicht noch zu holen da vorne. Ich werde jetzt mal die Map erkunden. Also das waren die zwei kleinen Mod-Vorstellungen, die Horsch in 15 Meter und die Ballengabel mit Attacher. Und jetzt schauen wir erstmal auf die Map. Ich muss erstmal alle Felder Texturen ausmachen, sonst kann man die Zahlen der der Felder nicht sehen. Also wir haben hier 33 Felder und alle recht schön angelegt. Die Wege, also hier die Hauptstraße, die hier durchführt, führt auch zu allen wichtigen Stationen und zu Verkaufs- und Abladestellen. Alle anderen Wege, hier diese kleinen Feldwege, mit denen kann man auch nochmal abkürzen, aber sollte man nicht unbedingt mit beladenen Hänger machen, da sind ganz schöne Schlaglöcher und da geht's richtig ab, das werden wir schon noch sehen. Hier unten auf unserem Hof finden wir alles Nötige, unseren Shop, unsere Kühe. Die Schweine sind dort auch angesiedelt, die Hühner, die BGA ist dort angesiedelt, eine Tankstelle haben wir auf dem Hof und die Fahrzeuge werden auch hier direkt zurückgesetzt, wenn man möchte. So, die Felder gehören soweit alle uns, die kann man nicht kaufen. Die sind auch zum größten Teil alle bestellt, wenn ich das jetzt mal hier aktiviere. Und
Dann können wir sehen, da gibt es einige Grünflächen. Hier oben ist noch der Viehmarkt. Ganz hier oben das Sägewerk. Hier können wir Rüben und Kartoffeln verkaufen. Da ist noch eine Scheune für Stroh. Und der Metzger. Und hier auf der linken Seite ist auch noch mal Getreideverkauf. Da unten unsere Schafe, unten links. Und ja, hier gibt es noch ein kleines Dorf, das ist recht ansehnlich. Was hier noch schön ist, das sind diese Ausflugspunkte, die kommen gleich, wenn ich hier mal durch die Fahrzeuge geswitcht habe. Hier zum Beispiel. Oder das nächste Symbol, das ist dann hier grün markiert und da kann man dann seinen Wegpunkt hinsetzen oder auch gleich besuchen. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, ich möchte hier oben zur Sägemühle, besuche ich das und stehe in der Sägemühle und kann sehen, wie weit die Produktion ist. Bei manchen Stellen kann man was machen, man kann dort aussteigen bzw. rumlaufen und bei anderen ist man halt fest. Gehen wir hier mal drauf. Hier kann man also was erledigen und rumlaufen. Das hatte ich schon gezeigt bzw. erwähnt eben, wo wir Rüben und Kartoffeln verkaufen können. Und hier vorne nochmal Getreide. Manche Symbole funktionieren auch nicht. Da muss ich mal die Hilfe anmachen. Hier kann ich machen, was ich will. Das ist aber auch egal. Ich switch mal zurück in den Trecker und wir fahren einfach mal hier hoch. Also wie gesagt, ich spiele hier auf niedrigen Einstellungen, damit das alles nicht so ruckelt. Bei der Aufnahme, wenn ich im Singleplayer, kann ich alles hochschrauben, wie ich möchte, da ruckelt nichts. Auch die Ladezeiten sind wunderbar gelöst mittlerweile. Aber so bei der Aufnahme muss ich leider momentan noch in der niedrigen Auflösung das präsentieren, so leid es mir tut. Wenn ich Zeit und Geld habe, dann rüste ich meinen PC wieder auf. Ich brauche ein neues Motherboard und Grafikkarte. Die hat es leider gehebelt. Das ist das Schlimmste. So, hier sind wir an der Kirche. Das kleine Dorf, das ich erwähnt hatte. Da bimmelt sie auch und hier hat auch alles eine Kollision. Ich mache mal Nacht. Das ist also auch schön gelöst hier mit der Beleuchtung. Hat er kein Fernlicht? Nee. Dann machen wir es wieder hell. So, ich wollte das eigentlich mit dem Fernlicht bei dem Trecker, das hat er aber nicht. Nun gut. Also die Map gab es auch im 15er. Am Anfang gab es hier auch bei dem ersten Release einige Probleme. Da stand hier alles unter Wasser. Da kann ich mich noch erinnern an diesen Kreisel. Aber mittlerweile hat sie sich schön gemacht, herausgeputzt. Ich werde mal nach oben fliegen, damit wir uns das mal etwas genauer anschauen können. Denn von hier unten sieht man wenig. Und dann gehen wir mal nach oben. Wir befinden uns fast zentral, also der Kreisel ist auch zentral in der Map. Hier vorne mit dem Stier. Ja, also eine recht ansehnliche Map. Riesige Felder. Alles gut zu erreichen. Berg und Tal. Viel Grün. Das kann man alles mal einfahren und Geld damit machen. Also ich finde die wunderhübsch. Sogar mit den Details hier wie diese Straßenpfosten oder Straßenschilder. Wie gesagt, alles mit Kollision. Da kann man nicht durchbügeln, aber an den Feldrändern, die Bäume haben dann meist keine Kollision, was auch sehr sinnvoll ist. Denn das hat mich auch immer gestört. So, wir tuckern hier mal zu den
Getreideverkauf. Das wäre dann hier. Dann brauche ich mal eine, eine Map. Hier links herum ist dann bald zu Ende. Das führt dann auch noch mal zu ein paar Feldern und die Straße hört dann auf. So, der Baum hat natürlich Kollision. Jetzt muss ich hier wieder rauskommen. Also insgesamt, das LS17 haben sie schon ganz gut gemacht. Es gibt da wohl noch hier und da den einen Fehler, den einen Bug. Soweit ich gehört habe und im Multiplayer vor allen Dingen. Aber letztendlich, so meine Meinung dazu ist eigentlich, es ist kein neues Spiel. So würde ich es nicht bezeichnen, den 17er. Es ist halt eine schöne, aufgepumpte 15er-Version mit ein paar Mods, die nun eingebaut sind, fest. Sowie neuen Fahrzeugen, die man hätte als DLC verkaufen oder dazugeben können. Aber der Preis haut's raus. Ich habe das ganze Ding hier für 22 Euro erworben, per Digital-Download. Und ich finde, das ist angemessen, das ist okay. Für Neueinsteiger ist das natürlich ein Augenschmaus, denn hier funktioniert ja von den Ladezeiten her und von den Fahrzeugen alles sehr gut. Da ist ein Storch. So, dann nochmal hoch. Und auch von den Größen der Maps, also ich war schon beeindruckt. Das hat mir schon sehr gut gefallen. So, dann wieder raus und wir fahren mal weiter. Da unten zu der Abladestelle. Da kommen wir jetzt hin. Giants FM da oben im Radio. Aha. So, hier ist das Dorf. Nochmal. Hier links der Metzger. Und ich fahre mal zum Viehmarkt. Zum Viehhändler. So, hier sind wir beim Viehmarkt. Naja, recht trostlos. Da hätte man noch ein bisschen was hier rundherum pflanzen können oder sonstiges. Im Dunkeln sieht das Ding auch ganz hübsch aus. Alles schön beleuchtet. Aber hier hätte ich doch nochmal den ein oder anderen Zaun hingebaut oder mal irgendwas noch hingestellt. Nicht nur diese fertige Plattform hier. Aber kommt garantiert noch. Das ist ja, wie gesagt, die Version 3 und es ändert sich jedes Mal was. Von daher bin ich gespannt, denn sie gefällt mir ganz gut. Hatte ich schon erwähnt. Und werde hier drauf auch mal spielen, um das mal genauer anzusehen. Es muss nicht immer alles Mögliche vorhanden sein. Wie ein Kraftwerk, Strohkraftwerk oder sonstiges, was alles im 15er zum Schluss vorhanden war. Das wird noch alles kommen. Aber so für den Anfang reicht das vollkommen aus. Hier hat man genügend zu tun, erstmal die Felder zu bewirtschaften. Oh ja, liegt schon alles. Oh, hier war ein Unfall. Beziehungsweise ein Rohrbruch oder irgendwas wird hier gebaut. Und hier ist auch Ende. Dann fahre ich nochmal querfeldein da hoch zu den anderen Abladestellen, Verkaufsstellen. Oha! Hier ist eine unsichtbare Wand. Dann komme ich hier durch. Nee.
Hier ist Kollision. Da komme ich leider jetzt nicht durch. Mal sehen. Hier müsste ich doch reinkommen. Ja, okay. So, da haben wir hier die Sägemühle. Das ist ja auch hübsch hier, das Ding. Hab ich auch noch nicht gesehen. Aha. Ja, das auch hoch und runter. Bewegt sich dann da was? Oh, hier ist auch irgendeine Kollision. Oder kommt das durch meine Fliegerei? Mach ich mal aus. So, jetzt ist es aus. Ja, hier ist eben eine Kollision. Mal sehen, ob der Trecker da reinkommt. Nee, da ist eine Wand. Wieso auch immer. Also hier ist wohl ein Fehler. Was haben sie da hingebaut? Das ist eine Kollision hier. Ach, hier diese Box. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ja. Nun gut. Haben wir das auch rausgefunden. Aber irgendeine Lösung wird schon geben, wenn wir uns eine Rampe da hinstellen oder so. Dann kann man das zumindest rückwärts abladen, auf alle Fälle. Auch ohne Rampe. So, das Sägewerk hier kennen wir auch, hier links. Halt bekannt mittlerweile. Und hier hatten wir das ja. Getreide, Kartoffeln. Hier allerdings, das wird eine Verkaufsstelle sein. Was könnte das sein? Wahrscheinlich hier für Stroh. Ja, das wird wohl hier rechts die Strohannahmestelle sein. Da ist auch noch was. Schauen wir uns mal an. Ah, hier ist der Geldautomat. Finanzen. Und zurückzahlen. Habe ich mir was geliehen? Dann zahle ich es doch zurück. So. Wieso auch immer ich im Minus war. Ja. Wuff, wuff. Hier geht's raus. Wieder mit Sicht auf ein Riesenfeld. Und hier nochmal das Dorf von der anderen Seite. Das war's im Großen und Ganzen zur Map. Also ich, wie gesagt, spiele sie jetzt mal an. Denn so viel Neues gibt es noch nicht auf dem Markt. Und die reizt mich eigentlich schon mal hier etwas Zeit zu verbringen, gerade wenn man sich solche Felder hier anschaut. Da hat man schon ein bisschen was zu tun. Dann hoffe ich doch, dass bald Follow Me Mod noch rauskommt und Curseplay, das hatte ich ja vorgestellt, diese portierte Version, die ist da, ich will nicht sagen illegal, aber inoffiziell halt released wurde. Soweit ich informiert bin, arbeitet das Entwicklerteam von Curseplay bei Cattle and Crops, aber haben auch angekündigt bei GitHub, dass sie eine 17er Curseplay-Version herausbringen wollen. Und die Version, die ich halt vorgestellt hatte, ist einfach nur die 15er, die hier ein bisschen umgeschrieben wurde. Sie funktioniert, macht keine Probleme, bis auf einige Funktionen, die halt nicht funktionieren, wie kombinierter Modus und solche Faxen. Ja, so viel dazu. Dann möchte ich sagen, probiert sie aus, ladet sie runter, sie macht euch bestimmt Spaß. Bis dahin darf ich mich verabschieden. Macht's gut, euer Graf. Ciao, ciao.